Wenn ihr Patienten mit Hüftproblemen in den Bereichen ausstrahlend hinunter des Beines habt oder auch lokal rund um die Hüfte, bietet sich mit der Terragan Pro eine gewisse Kombinationstechnik an. Das eine ist, wie gerade eben gezeigt, gerne sogar mit dem Vibrationsaufsatz, weil er weniger Impact hat, also er vibriert mehr, als dass er wirklich eine Perkussion als Schlag sozusagen in das Gewebe hineingibt, in Seitlage der Mobilisation oberhalb hier vom Hüftknochen. Dann kann ich mich rund entlang auch der Gluteen und der Hüftrotatoren hier mobilisieren, durcharbeiten. Das ist die eine Möglichkeit, die ich hier entsprechend oben habe. Kann das natürlich optional dann auch intensivieren über andere Aufsätze. Gleichzeitig ist aber auch sehr schön als Technik, wenn ich das Bein mir hier umgreife, setze das Ganze so entsprechend auf, habe das Bein jetzt auch locker hier von der Patientin, setze das Ganze auf und lasse jetzt den Adduktorenanteil, der ja entsprechend mit Hüftsymptomatik und Problematik durchaus auch verspannt sein kann, hier in den Kopf der Vibration hineinfallen. Das bedeutet, aus diesem Gebiet heraus kann ich das dynamisch machen oder auch entsprechend einfach haltend. Natürlich kann ich das auch in den unterschiedlichen Stellungen jeweils im Gebiet der Adduktoren entlangfahren. Gleichzeitig als letztes eine schöne Möglichkeit für Sie zur Eigenmobilisation, das Ganze eben auch zu kombinieren, indem Sie das Ganze hier oberhalb des Hüftknochens, also dieses Rollhügels, den kann man sehr gut auch selbst spüren, festhält, den Fuß hier auf dem Fuß appliziert und das Bein immer wieder nach oben außen abhebt. Dabei versucht nicht hier über die Wirbelsäule zu kompensieren, sondern nur so weit gehen, wie sie auch letztlich tatsächlich kommt, während die Vibration hier in die Hüfte hinein wirkt. Zuletzt und ja dann doch auch oft sehr verspannt, können wir uns einmal in Rückenlage, und ich zeige jetzt analog dazu die andere Seite, damit es besser sichtbar ist, auch den Kälteaufsatz zu nutzen machen. Das Ganze sieht dann wie hier vorne schon blau farblich entsprechend gekennzeichnet aus und kann über den Bereich hier in ebenfalls die Massagefunktion gehen. Nehmen wir das zu behandelnde Bein hier entsprechend rüber, klemme mich hier so ein bisschen ein, leite sie an, das Becken schön unten zu halten und kann jetzt mit der wirklich sehr, sehr wunderbaren Kälte in diesem Aufsatz, glaubt man erst, wenn man es wirklich selbst probiert hat, hier entlang des Traktus das Ganze ausarbeiten. Das ist eine wunderbare Dehnstellung für den Traktus iliotibialis, kann das Ganze auch wieder dynamisch machen, haltend machen und dann gleichzeitig in vielleicht ein sehr verspanntes Gebiet mit der Massagefunktion, aber eben auch entsprechend mit der Kälte hineinarbeiten, wirkt also sehr, sehr gut im Bereich auch der Schmerzen zwischen Hüfte und Kniebereich. Das Ganze auch wieder entsprechend jeweils pro Technik 1 bis 2 Minuten und danach in Funktion wieder testen.